Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ein Reisgericht, ein Tomaten-Paprika-Reis aus der Mikrowelle. Das geht ruckzuck und ganz einfach. Kein Überkochen, kein gar nichts. Und dazu soll es geben Putenstreifen. Schön angebratene, melierte Putenstreifen. Und wie schnell die ganze Geschichte funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So Freunde, das war die Vorbereitung für den Reis. Ihr habt es gesehen, jeweils eine halbe Paprika habe ich nur genommen. 700 Gramm von dem passierten Tomaten und da nochmal so 150 Gramm Wasser, um die Flasche auszuspülen und damit wir etwas mehr Feuchtigkeit haben für den Reis. Wir haben jetzt hier einen Jasminreis, so ein Basmati-Reis, der wäre besser. Also der dauert aber auch länger. Ein Basmati-Reis braucht 15 bis 20 Minuten, der braucht nur 10 bis 15 Minuten. Und dann zieht das ja in der Stoneware noch unheimlich nach. Also hier reichen jetzt wirklich 10 Minuten. Gut, Salz, Pfeffer und das war's schon. Und jetzt ab in die Mikrowelle, natürlich mit Deckel. Und wir gehen gleich runter beziehungsweise wir richten uns die Putenstreifen. Haben wir natürlich wieder das Geräusch von der Mikrowelle. So, hier habe ich mir vom Metzger so Putenmedaillons geben lassen. Die werden wir uns jetzt in kleine Streifen schneiden, würzen und in Fett anbraten. Und so Streifen, das sollte eigentlich reichen. So, jetzt legen wir uns die so ein bisschen auseinander und die ein bisschen bemehlen. So, ihr habt es gesehen, Salz, Pfeffer, ein bisschen Mehl und jetzt werden wir in einer Pfanne etwas Öl erhitzen oder etwas mehr Öl erhitzen und unsere Putenstreifen oder Putenmedaillons sind es ja rausbraten. Damit warten wir jetzt aber noch ein bisschen, genau, bis der Reis fast fertig ist. Jasminreis braucht ungefähr 10-12 Minuten und wenn der dann fertig ist, dann kann er noch nachziehen und wir können auch mal reinschauen, braucht er noch ein bisschen oder fehlt noch ein bisschen was und dann können wir ganz in Ruhe unsere Putenstreifen rausbraten und der Reis zieht nach. So, der Reis hat gerade geklingelt, den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Die Pfanne habe ich auch schon angestellt und mal gucken, was da jetzt rauskommt. Der Basmati-Reis, der ist besser für sowas geeignet. Der saugt das Rote besser auf. Aber wir schauen einfach mal rein. So. Ja. Der schaut gar nicht so schlecht aus. Schon. Jetzt rühren wir das mal um. Werden wir jetzt mal probieren. Den lassen wir jetzt einfach so stehen. Der bleibt ja warm, beziehungsweise zieht jetzt nochmal richtig nach. Er hat noch ein bisschen Biss. Was waren das jetzt? 12 Minuten ungefähr. Und wir gehen runter an den
Herd und braten unsere Putenstreifen an. So Freunde, das war auch wieder eine ganz schnelle Geschichte, zack, 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 bis die eine Seite so ein paar braune Stellen oder leicht braune Stellen bekommt, das reicht uns vollkommen hin und das Essen ist fertig. Wie gesagt, wenn ihr dieses Rezept nachmachen wollt, nehmt nicht diesen Jasminreis, der ist einfach nicht so toll, der Langkornreis oder Basmati-Reis, der ist da viel besser geeignet und das werden wir auch gleich auf dem Teller sehen, dass der nicht so schön aufgegangen ist. Der andere Reis, der saugt sich richtig voll mit der Tomatensauce, das ist einfach viel schöner. Gut, das war's jetzt. Ich mache euch natürlich vom fertigen Gericht wieder ein schönes Bild auf dem Teller. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Macht's es gut. Ciao.